Einen wunderschönen, da bin ich euch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal ein Unboxing. Wir haben hier eine Twin Dogging Station, die wurde mir netterweise zur Verfügung gestellt. Und also habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich die testen wollen würde, und ich habe gesagt, na klar, gerne, weil ich suche immer noch nach einem Ladegerät, weil ich habe jetzt für mich eins hier vorne, was besser ist, und meine Tochter hat für ihre Playstation auch ein Ladegerät, aber das ist halt nicht so toll, deswegen habe ich gedacht, vielleicht sind wir damit ein bisschen besser bedient. Ich richte euch mal nach unten, damit ihr da besser seht. So, hier haben wir die Twin Dogging Station. Ich hole die euch mal ran. Von Venom sind es die. Nicht verwechseln mit dem Film. Da oben steht auch das Logo Venom. Und hier ist er zu sehen. Müssen wir jetzt erstmal gucken. Messer. Mein Unboxing-Messer ist nämlich weg. Ja, packen wir erstmal aus und gucken an, was da alles drin ist. Weil wenn das klappt und das hier was besser ist, dann kriegt die Ladestation meine Tochter auch noch. User Guide Online. UserGuide online at venom.com. Bedienungsanleitung online bei venom.com. Aber ich denke mal, dafür brauchen wir jetzt keine Bedienungsanleitung. So, da haben wir einmal dann halt die Dogging Station. Die gucken wir uns gleich an. Und dann haben wir zwei von denen. Gucken wir mal hier ein bisschen rum. Okay, das wird erstens, zweitens, also das ist hier wirklich mit großen, fetten Bildern super erklärt. Das kommt auf den Controller rauf, da muss ich mir jetzt erstmal meinen Controller nehmen. Und da sollte dann hier einfach oben rauf. Achso, schräg wird, achso, das ist auch schräg, seht ihr das? Der USB? Das soll man auch wirklich von schräg und dann zack, gleitet er praktisch direkt drauf. Das werden wir dann gleich nochmal im Hardware-Video machen. Und hier haben wir dann die goldenen Kontakte. Die gehen dann natürlich auf diese beiden Kontakte. Die ist auch was größer, die Ladestation. Hier ist dann auch beleuchtet. Das gucken wir uns dann gleich alles an. Hat so ein bisschen im Style der ersten PlayStation ist die erhalten, bin ich der Meinung. Ja, na gut, die zweite ist auch so schräg, die Slim und die Fat die Pro ist sehr leicht. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video, wenn wir uns die mal genauer angucken und auch mal in den Controller raufpacken oder zwei Controller raufpacken und uns angucken, wie das leuchtet, ob es leuchtet, welche Farbe leuchtet. Jo. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.